In diesem Video geht es ums Pattentrainieren. Ich zeige dir Tipps für zu Hause, wie du Patten lernen kannst. Und das ist Teil 2. Also bleib dran, wir starten jetzt. Dieses Video ist gesponsert von Southwest Greens. Southwest Greens ist Experte für Kunstrasen. Und sie bauen unter anderem private Puttinggrüns, Kurzspielanlagen und mehr für zu Hause. Außerdem haben sie mir diese Puttingmatte von Wellpad zur Verfügung gestellt, die ich sehr empfehlen kann. Und hier unten in der Beschreibung findest du einen Link, wo du diese Matten bestellen kannst mit einem Rabattcode. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer mit weiteren Tipps zum Putt-Training zu Hause. Hier habe ich sie, die Wellpad-Matte. Und wir werden also auf dieser hier auch wieder trainieren. Und wir beginnen jetzt mit etwas, was viele Hobbygolfer ja nicht beachten, würde ich sogar sagen. Und sie achten nicht wirklich darauf, wo sie den Ball auf der Schlagfläche treffen. Und es ist häufig so, dass Hobbygolfer den Ball entweder auf der Spitze treffen oder am sogenannten Heel. Und nicht nur, dass so die Geschwindigkeitskontrolle unberechenbar wird. Nein, wenn ich den Ball auf der Spitze hier treffe, dann siehst du auch, dass der Putterkopf sich verkantet nach rechts und das bedeutet, dass der Ball auch ein klein wenig nach rechts gehen wird. Dasselbe gilt, wenn ich den Ball hier innen treffe, da geht die Schlagfläche ein wenig zu und dann wird der Ball ein wenig mehr nach links starten, als ich geplant habe. Das heißt, es ist schon wahnsinnig wichtig, den Ball in der Mitte zu treffen und nicht irgendwo auf der Schlagfläche, weil sonst ist dein ganzes Putten nur auf Glück aufgebaut. Wie kannst du das trainieren? Ich habe hier ein Gummiband, das wickle ich hier um den Putterkopf und ich lasse wirklich nur eine ganz kleine Stelle übrig. Und zwar, wenn ich das Gummiband jetzt hier auf der Außenseite treffe, dann werde ich das sofort merken. Wenn ich das Gummiband auf der Innenseite treffe, werde ich sofort merken. Und das probieren wir jetzt gleich einmal aus. Ich weiß nicht, ob du dieses schöne Geräusch gehört hast. Jetzt habe ich wirklich den Ball ganz fein in der Schlagflächenmitte getroffen. Und jetzt werde ich mal zum Spaß einmal den Ball nicht in der Mitte treffen. Und man merkt sofort, dass das Geräusch ganz, ganz dumpf ist. Und das ist wirklich etwas, was du perfekt zu Hause trainieren kannst. Das ist etwas, wo du wahrscheinlich während der Golfsaison nie wirklich darauf achtest. Und es wäre schon wichtig, wenn du diese Fähigkeit dir zu Hause aneignest. Hast du dir eigentlich schon wirklich jemals darüber Gedanken gemacht beim Putten, wie weit du den Ball über das Loch hinausspielen willst, wenn du es nicht treffen würdest? Man nennt es im Englischen Capture Speed oder man kann es auch übersetzen vielleicht mit Geschwindigkeitskontrolle oder optimale Geschwindigkeit. So, was ist denn die optimale Geschwindigkeit, um über das Loch zu putten? Da gibt es ja seit vielen Jahren viele Theorien, aber ich glaube, dass die von dem amerikanischen Wissenschaftler und Statistiker Mark Brody, der das bekannte und beliebte Buch Every Shot Counts geschrieben hat, am besten gilt. Und zwar, es ist sehr vernünftig, wenn man ungefähr ein Fuß, also ca. 30 cm hinter das Loch puttet. Das ist die Geschwindigkeit, wo der Ball noch genug Zug hat, dass er ins Loch geht, stabile Linie hält und nicht zum Eiern anfängt, weil der Boden schon etwas uneben ist, natürlich beim Loch. Und es ist auch nicht zu schnell und auch nicht zu fest, dass du so weit drüber spielst, dass der Locheingang so klein wird. Weil du musst dir vorstellen, je schneller du den Ball spielst, desto genauer musst du den Ball in der Mitte vom Loch treffen, dass er auch wirklich hineingeht. Wenn du jetzt beginnst, ein bisschen seitlich zu gehen mit einer Capture Speed, wie man sagt, zum Beispiel von, sagen wir zum Beispiel 3 Fuß oder 90 cm, dann hast du eigentlich fast keine Chance, wenn du nicht genau mit dem Loch bist, dass der Ball ins Loch geht. Egal aus welcher Distanz jetzt.
Das heißt, nimm dir vor, dass du ca. 30 cm übers Loch pattest. Wenn du sagst, das ist mir zu wenig aggressiv, dann kannst du natürlich auch Richtung 40, 50 cm oder vielleicht sogar 60 cm in das Loch gehen. Aber ich glaube nur, dass es für dich wichtig ist, dass du das immer wieder machst. Und gerade bei den kürzeren Parts, ich sage jetzt mal zwischen 1 und 3 Meter, ist es wichtig, dass da wirklich die Geschwindigkeit gut sitzt und ihr auch wirklich hinter dem Loch ist. Du hast bei dieser World Part Matte so eine Zone hier und das ist zwischen 30 und 60. Wenn man hier den Ball reinhaut, sagen sie, ist das optimal. Ich trainiere mit meinen Profigolfern eher mehr auf die 30 cm Linie, aber es ist auch okay, wenn man ein bisschen drüber ist. Aber was du nicht haben willst, ist, dass du Parts richtig rein sterben lässt mit der letzten Umdrehung. Was du nicht willst, ist, dass du weiter drüber pattest, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit, kurze Parts einzulochen, wesentlich geringer wird. Das heißt, ich versuche dir jetzt einen Part vorzuzeigen. Ich gebe jetzt sogar das Loch einmal ein bisschen zur Seite, dass ich in dem Fall nicht einlochen kann. Und ich bin jetzt hier ungefähr 1,80 Meter weg vom Loch. Und ich mache jetzt meine Probeparts. Wenn du den ersten Teil gesehen hast, dann weißt du, dass ich immer schaue, dass ich ungefähr gleich weit aushole, wie ich durchgehe. Und versuche jetzt einen Putt zu machen, dass ich in die Zone da hineinputte. Das ist zum Beispiel, das war zu lang. Dann würde ich jetzt beim nächsten Mal versuchen, eine andere Strategie zu wählen. Das heißt, ich kann entweder kürzer ausholen oder ich kann langsamer durchschwingen. Ich versuche es mal mit ein bisschen kürzer ausholen. Ja, und jetzt hat es gerade noch gepasst, aber du siehst, ich muss mich auch noch ein bisschen auf dieses Grün einstellen. Punkt ist, versuche bei Putts bis, ja, kommt auch ein bisschen auf die Spielklasse drauf an, ich sage mal bei Hobbygolfern bis zu 6, 7 Metern, versuche, dass du eher 30 bis 60 cm hinter das Loch puttest. Bei Parts ab 7 Meter, 6, 7 Meter, kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen, versuche nur bis auf Lochhöhe zu putten. Der Grund ist der, dass du dann bei den längeren Parts nämlich eine größere Streuung bekommst. Das heißt, du wirst schon bei so einem 8 Meter Part beginnen, Parts auch kurz zu lassen. Du wirst dann beginnen, Parts ein bisschen zu weit drüber zu spielen. Und dann hast du, ja, sag ich mal, kürzere Parts-Retour. Wenn du versuchst, aus 8 Meter jedes Mal übers Loch zu putten, dann werden die Parts sich eher nach hinten verteilen und es wird auch mal passieren, dass du auf einmal einen 2 Meter Retourpart hast. Das heißt, ab, kommt ein bisschen drauf an, musst du experimentieren, 6, 7, 8 Meter solltest du vielleicht dann beginnen, eben auf Lochhöhe zu spielen und die kürzeren Parts etwas aggressiver, ca. 30 cm, vielleicht ein bisschen mehr hinters Loch. Wie gesagt, es gibt von Wellpart auch eine 8 Meter Matte, wenn deine Frau nichts dagegen hat. Und mit der kann man natürlich das auch super trainieren. Ich habe hier leider nicht genug Platz in meiner Wohnung, aber die 4 Meter Matte ist auch ganz gut, weil hier kann ich dann auch schön die kurzen Parts trainieren. Bleib bitte noch dran, weil für diesen Tipp kann es leicht sein, dass du mir sehr, sehr dankbar sein wirst. Und zwar, es heißt ja immer, man soll den Putter nicht so fest greifen, man soll gefühlvoll sein, oder? Gut, ich sage dir jetzt mal Folgendes. Ich bin der Meinung, dass viel zu viele Hobbygolfer den Putter viel zu leicht halten. Da gibt es ja diese berühmten Sprüche, versuche den Schläger zu halten, wie wenn du ein kleines Vogel drin hättest oder dass du dir eine Zahnpasta nicht ausquetscht, so in die Richtung. Und durch diese Sprüche, die du überall gehört hast, die sich auch Golfer seit Jahrzehnten gegenseitig erzählen. Ja, es ist irgendwie in den Köpfen der Leute so, dass sie glauben, sie müssen den Putter super leicht halten, um gefühlvoll zu sein. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ich den Putter zu leicht halte, ja, dann kann ich eben genau nicht gefühlvoll sein, weil jetzt muss ich sehr viel Energie aufwenden, dass ich überhaupt den Putter mal wegbringe, weil meine Muskulatur ja gar nicht bereit ist, einen Putt zu machen. Und das nächste Problem ist, dass wenn ich jetzt im Übergang bin, dass dann der Schläger beginnt her zu schlackern. Sprich, meine Handgelenke erzeugen so einen genannten Lag
oder ich bin halt sehr, sehr instabil. Und eine instabile Handgelenksposition bedeutet, dass ich A, den Ball wahrscheinlich nicht gut treffen werde, Nummer 2, dass ich den Ball wahrscheinlich auch nicht in der Mitte der Schlagfläche gut treffen werde und Nummer 3, dass ich auch massive Richtungsprobleme haben werde. So, ich möchte, dass du Folgendes machst. Ich möchte, dass du dich bitte mal in dein Setup begibst und dann machst du für dich eine Evaluierung, was dein Griffdruck ist, von einer Skala von 1 bis 10. Wenn ich sage, 1 ist super leicht und 10 ist das Härteste, was du greifen kannst, ja, wo bist du da ungefähr? Bist du eine 2, bist du eine 3, bist du vielleicht eher eine 8 oder 9? Weil dann ist der Tipp nämlich jetzt nicht für dich. Dann geht es nämlich in die andere Richtung. Aber versuche mal rauszufinden für dich, was ist das? Ist das 3, 4, 2? Und dann pattest du mal. Und nachdem du das gemacht hast, und sagen wir zum Beispiel, ich habe gesagt, das ist jetzt eine 3, dann möchte ich, dass du mal 2 oder 3 dazu gibst. Geh mal auf eine 6 rauf zum Beispiel. Und jetzt versuche ich den Schläger einfach fester zu greifen. Ich greife ihn jetzt nicht nur mit der rechten Hand fester oder mit der linken, sondern ich versuche gleichmäßig den Druck zu verteilen auf den Fingern. Das heißt, nicht nur auf einer Stelle, sondern auf mehrere Stellen und versuche den Druck auch wirklich auch im Schwung beizubehalten. Und da wird es irgendwo einen Griffdruck geben, mit dem du dich sehr wohl fühlen wirst. Es kann sein, dass das vielleicht bei einer 6 ist, es kann sein, dass es bei einer 9 ist. Es kann aber auch natürlich auch sein, dass du merkst, es ist tatsächlich eine 2 oder 3. Aber wie gesagt, die meisten Golfer greifen ihn so leicht. Und ich glaube, es kommt deswegen, dass viele Amateurgolfer glauben, dass der Putter so leicht gegriffen gehört, weil es ihnen die Profigolfer erzählt haben. Die Profigolfer, darfst du nicht vergessen, die schlagen ja tausende, Millionen Bälle in ihrem Leben und die haben ja oft richtige Unterarme. Das heißt, wenn du einem Profigolfer einen Handdruck gibst, dann wirst du merken, dass er dir fast die Hand brechen kann, so fest greift er zu. Und das kann schon sein, dass für viele Profigolfer das Gefühl ist, dass der Putter leicht in der Hand ist, weil sie ohnehin einen sehr hohen Muskeltonus haben. Aber die meisten Hobbygolfer haben diesen halt normalerweise nicht und deswegen ist es meistens zu leicht. Also ich würde sagen, probier es einfach aus, aber ich bin überzeugt, das kann dir unglaublich helfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du es mit deinen Freunden teilst. Hier unten ist ja auch ein Teilen-Button. Und ich habe noch etwas Schönes für dich. Hier oben ist eine Playliste mit meinen Putt-Videos. Und ich bin überzeugt, da ist sicher wieder was Interessantes für dich dabei. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.